Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hydroneer, wo ich ein bisschen dabei bin, gerade hier umzubauen. So, wir wollten auf jeden Fall hier unten Schredder mit reinsetzen und dann wollten wir probieren, ob das funktioniert, wenn man die Sachen in den Bedrock reinstellt, weil das ist ja ein Bedrock-Bohrer. Und deswegen habe ich unser Standard-Bohrsystem hier nochmal ein bisschen umgebaut, in der Hoffnung, dass das funktionieren wird. So, dann brauchen wir den. Den packen wir mal nach hier. Ach, da brauchen wir wieder einen Korken, ne? Nee, der geht ja hier ins Förderband rein. Ist der dann jetzt richtig rum? So wäre er richtig rum. Gut. Dann das hier hin. So. Und dann brauchen wir noch zwei Biegungen. Eine habe ich noch da vorne liegen. Ja, ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Könnte dann hier durchgehen. Da könnte dann das nächste Förderband mal gucken. Ich will das ja möglichst elegant lösen hier. So, und dann packen wir den. So wäre es genau falsch rum, also. So. Genau. Dann den auch noch. Und ein gebogenes Rohr brauchen wir noch. Wo ist denn der? Na? Jetzt komme ich wieder nicht dran. Da ist es. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an alle die Leute, die beim letzten Video mit einem Daumen unterstützt haben. Vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Unterstützt meinen Kanal mit einem Klick. Vielen Dank für die, die das gemacht haben. Wie immer. Gut. Das heißt für Vieh. Sollte passen. Eingebogenes Rohr noch. Und dann können wir hier unseren Versuch starten mit ohne Payload reinschaufeln und in den Bedrock rein. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich meine, steht halt dran in dem Bohrer, dass der so funktionieren soll, aber das wäre zu einfach, glaube ich. Wir probieren es. So, passt, passt, passt. Da werden vielleicht die Brocken jetzt runterfallen. Aber ja, dann ist es halt so. Was sagen unsere Kristallbrocken? Sieht noch gut aus. Wir haben noch keine neuen bekommen, aber die Anlage fährt jetzt auf Volllast mit mehr Druck. Da sollte also einiges jetzt mehr gehen. Läuft. Und jetzt bin ich mal gespannt. So. Ist an. Läuft aber nicht. Ich glaube, die Idee ist Kappes. Ja. Aber Wasser kommt hier an, oder? Gut, dann gucken wir jetzt, ob das hier zumindest funktioniert. Ja. Fallen da hoch. Fallen hier wieder runter. Runter kommen die Klunker. Ja, wir müssen diese ganze, wahrscheinlich die ganzen Wege nach oben noch verbarrikadieren. So, also die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, ist, das doch nach diesem System weiterzuarbeiten. Und dann immer hier den Bohrer schön zuzuschmieren. Also das geht nach wie vor, aber das hier will er nicht. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Na, glaube nicht. Bleiben die Brocken denn jetzt groß? Ja, die bleiben groß. Also auch wenn wir die vorher zerkleinern, scheinen die groß zu bleiben. Okay, das heißt, wir können direkt wieder ausstellen.
Satz mit X. Ein Hinkelstein wird getragen von Obelix. Hm. Blöd, blöd, blöd. Also müssen wir hier eine Schaufelanlage rausbauen. Eventuell wäre das schöner, wenn die Rohre nicht direkt davor liegen. Kriegen wir das irgendwie hin? Vielleicht, wenn wir gar keinen seitlichen Förderer dazu bauen. Hm. Also, der hatte in meinen Augen den Sinn, dass wir, wenn die da hochfallen, dass die dann mittig auf das Förderband fallen, ne? Jetzt haben wir natürlich zwei Förderbänder, also da haben wir das schon so ein bisschen ad absurdum geführt. So, wenn wir den so bauen. Wenn wir den nur einfach hier hinten ein, dahin bauen. Und dann bauen wir ja eigentlich gerne eine Plattform darunter. Oder einen einzelnen Stein. Wo wir dann immer die Erde draufschaufeln können. So. Dann müssen wir nur hier einmal nach unten. Na. Da ist wieder ein Rohr weggeflogen. Das sehen wir nicht wieder. Drehen wir um. Komm, dreh dich um. Hallo, drehen Sie die bitte um. Ich habe ja schon 33.000 Mal X gedrückt. Y. Jetzt. So. Dann machen wir Folgendes. Dann machen wir hier das direkt einheitlich wieder. So. So. Und so. Und dann werden wir wahrscheinlich hier vorne werden die Sachen da drüber fliegen. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt hier schön Erde? Was ist das denn hier? So da drunter. Wir brauchen hier irgendwie mehr Plattform, wo wir langlatschen können, ne? So, muss der Korken irgendwo hin, sonst lassen wir den mal da liegen. Also hier würde ich gerne irgendwie, dass wir hier dann vernünftig rumlaufen können. So, wir gucken uns das aber mal an. Hm. Vielleicht geht's ja. Vielleicht geht es ja. Und wie gesagt, hier müssen wir auch noch alles guiden. Da ist mir was runtergefallen. So, er läuft auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal gut. Und jetzt? Warum ist denn da? Der arme Kerl. Hier könnten wir eigentlich eins tiefer bauen. Ja. Genau das meinte ich. So, läuft da rein. Kommen aber irgendwie nur kleine Brocken raus. Also irgendwie, ich glaube, das System merkt, dass ich versuche, es zu überlisten. Also erstmal Folgendes. Wir bauen den noch eins tiefer.
Wir hoffen, dass die Brocken da nicht so weit fliegen. Und es ist echt faszinierend. Ich glaube, ich habe hier gerade so ein bisschen so ein Battle mit dem Entwickler, ne? Finde den Fehler oder so. Findet Garderol den Trick raus, wie man das irgendwie doch noch hinkriegt, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Or is it? Man weiß es nicht. So. Ist natürlich eine Schaufel ist nix, ne? Idealerweise wäre das anders. So, jetzt eine Etage niedriger und wir probieren es nochmal. Oh Mann. Oh boy, oh boy. So, beides wieder auf. Und es wurden sich auch noch mehr Lampen gewünscht, weil es echt dunkel ist hier unten, ja. Ich versuche dran zu denken. So, Maschinen laufen. Eine zumindest. Na komm. Hup, hup. Da ist der Brocken. Läuft hoch. Und wir bekommen Eisengold. Sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt. Nur müssen wir dann hier am Schaufeln dranbleiben, wie es aussieht. Boah, Dubi. Das wird wahrscheinlich genau das Problem sein. Die andere Option ist, dass wir die so bauen, dass wir, sagen wir mal, sozusagen immer nachfüllen können, ne? Und ich traue der Tatsache noch nicht, dass es vorher kleiner gemacht wird. Okay, jetzt traue ich der Tatsache. Wow, dicke Klunker dabei gewesen. Ja, und wieder leer, ne? Also das ist jetzt... Also wenn man das richtig ans Laufen bekommt, könnte man theoretisch ein paar mehr davon da hinstellen. Da würde man die immer nachfüllen. Weil ganz ehrlich, da bin ich ja ganz ehrlich mit euch, ich habe keine große Lust, dass wir jetzt immer die Bohrer abbauen und wieder hinbauen. Also ich glaube, das kann es erst recht nicht sein. Und so würde es ja theoretisch gehen. Wobei auch hier irgendwie... Also immer funktionieren wird es mit den Kleinen, ne? Aber die lohnen ja fast nicht. Ja, aber diese kleinen Sprickeln und... Prickeln vor allen Dingen, auch so ein tolles Wort. Da kommt wieder was an. Ist wieder leer, ne? Ja, also ob mir das jetzt so zusagt? Ich meine, for the time being funktioniert's, ne? Aber... Ich muss halt ständig nachfüllen. Das Ding ist mit denen hier, die machen genauso viel, als wenn sie ganz an der Oberfläche stehen würden. Die hier sind eigentlich vorgesehen, dass man sagt, so man macht so drei Felder höher hier, macht man irgendwie so eine Plattform hin und fängt dann da an, nach unten zu buddeln. Und dann verlängert man das immer. Ich meine, das können wir mal bauen, ne? Das könnten wir mal bauen. Und dann immer mit... Das Ding ist, man müsste dann quasi immer mit einem Rohr... Na, wir müssten ein System haben, wie wir hier unten drunter herlaufen können.
so eine Art Wartungsgang haben, der uns ermöglicht, die immer eins weiterzusetzen. Das heißt, die Problematik dabei ist ja folgende. Hier unten soll was weggebohrt werden, ja? Das Problem dabei ist, dann würden wir in die Richtung uns weiterentwickeln. Da sind aber die Rohre schon. Das heißt, wir hätten vorher schon alles Mögliche weggebuddelt, damit wir die Rohre daher verlegen können. Und das ist gerade so ein bisschen, wo mir die Fantasie fehlt, wie man das lösen kann. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann bin ich größer in diesem Spiel. Da muss ich mir mal ein paar Gedanken machen. Oh, was ist hier passiert? Unser tolles System funktioniert nicht. Was ist denn mit dem Wasserdruck? Ist hier noch hoch? Ja. Ja, dann müsste der jetzt aber langsam... Aber er bleibt hier hängen. Warum bleibt er hängen? Weil der hängen geblieben ist. Warum bleibt der hängen? Weil der hängen geblieben ist. Oh weia. Das reicht so also auch nicht. Guck mal, da kommt alles angeflogen. Da müssen wir mal... Oh nein, uns läuft immer noch weiter. Oh, hör auf. Warte mal. So. So. Jetzt aber. Naja. Also ich sag mal, optimal wäre, glaube ich, anders. Steck gleich hier im Bohrer fest und komme hier raus. So, der ist auch schon wieder kaputt. Sind beide wieder leer. Ja, also, das heißt, wir bräuchten eigentlich, wenn wir das richtig machen wollten, ein System, wo wir die Bohrer immer weitersetzen. Außerdem haben wir gerade irgendwie ein Lichtbeleuchtungsproblem hier. Ah, die Filter halten interessanterweise noch. Oder wir müssen immer schaufeln. Wenn wir immer schaufeln müssen, dann müssen wir uns mal hier eine Plattform bauen. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal Schritt 1. Ich versuche mal irgendwie hier... Aber so geht's eigentlich, ne? Aber es kann nicht richtig sein, so. Ja, und das hier passt mir nicht, dass es nicht funktioniert. Das heißt, da müssen wir uns auch noch was überlegen lassen. Überlegen lassen vor allen Dingen. Ah, da ist der nächste kaputt. Ja, guck. Bin ich ja beruhigt, dass alles so läuft, wie es soll. Dauern sind die Maschinen kaputt. Und dann gehen sie da aus. Also, das geht nicht. Nach einmal bohren sozusagen leer. Das ist nicht gut. Ich muss mir hier komplett was anderes überlegen. Dazu würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mal Folgendes. Wir bauen uns mal eine kleine Plattform und überlegen uns, wie wir das am besten bauen. Das machen wir mal gemeinsam. Und dann gucken wir mal, ob wir auf die gleiche Idee kommen, wir zwei. Während wir das gemeinsam basteln. So, funktioniert das denn hier noch? Ja, das hat diesmal funktioniert. Dachte gerade. Eigentlich wollte ich hier was ganz Großes umbauen, aber ja, man kommt ja zu nichts. Ist schon wieder Gold hier reingeflogen. Und wir müssen die Klunker-Auswertung mal machen hier. Das mag ich ja eigentlich, ne? Dass man immer mal guckt, ob die Investkosten alleine schon durch die dicken Steine hier getragen werden. Und dann habe ich noch eine fantastische Idee, wie wir das ganze Ding hier auch noch umbauen. Allerdings, solange wir da unten noch so am Rumhampeln sind, sehe ich das nicht. Was ich aber sehe... sind eure Kommentare. Ich erinnere nochmal dran, dass ich immer mehrere Folgen am Stück aufnehme und erst dann auf eine fantastischen Anregung eingehen kann. Bitte also das nicht als Geringschätzung anzusehen, sondern einfach nur dem Fakt geschuldet, dass heute der 25.05. ist, den ich aufnehme. Und wenn deine Kommentare irgendwo dazwischen kamen, kann ich natürlich noch nicht darauf reagiert haben. Oh, hier funktioniert das halbwegs gut mit dem Cauldron. Ja, ich kann wieder nicht genug bekommen, deswegen... Ja. Also, ich würde sagen, nächste Folge. Ah, guck mal, das sind die Korken. In der nächsten Folge sollten wir
zum einen mal die Fenster setzen, aber... Das hier ist... Hier bleibt mir auch noch zu viel hängen, ehrlich gesagt. Da ist ja schon wieder einer drin hängen geblieben. Finden wir raus in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.